An den Tagen 8, 9, 10 und 11 hat es fast den ganzen Tag geregnet. Ich habe meinen Lagerplatz nicht optimal ausgesucht und so wurden viele meiner Sachen klamm. Und damit war mein Wärmemanagement schon stark gefährdet. Ich habe die Sachen dann in der leeren Universität in den Garderoben aufgehangen, um sie ein bisschen zu trocknen. Der zweite Punkt, den ich ansprechen möchte, ist die mangelnde Vorplanung. Hätte ich schon im Vorfeld mir einen Platz ausgesucht oder Plätze begutachtet, hätte ich mir die ganzen Laufereien ersparen können. Vieles, was einem theoretisch klar ist, setzt man dann leider praktisch nicht um. Auch dass man elementare Dinge vergisst, wie Wasser mitzunehmen, einen Wasserfilter mitzunehmen, wenn man länger unterwegs ist, ist ein starkes Versäumnis.